Ja, es geht wieder los. Der Frauenhandball-Bundesligist HSG Blomberg-Lippe geht sofort in die Vollen. Am Samstag erfolgt das erste Spiel im Europapokal gegen St. Truiden an der Ulmallee. Und nächsten Mittwoch, am 13. um 19.30 Uhr, kommt VfL Oldenburg in der Bundesliga an die Ulmallee. Wir freuen uns auf beide Spiele und haben im Vorfeld mit Camilla Kordowska und Patricia Rodriguez gesprochen. Ja, Patricia, die Saison geht bald los, aber du hattest ein schweres Jahr hinter dir und bist jetzt wieder dran. Ja, das stimmt. Jetzt bin ich wieder dran. Also letztes Jahr war ein bisschen schwer wegen Kreuzbandriss, weil ich war hier auch allein und Kreuzbandriss ist nicht so einfach. Aber jetzt habe ich hinter mir und jetzt läuft ganz gut, also wird jetzt schon. Nach dem Europapokal folgt sofort am Mittwoch das erste Meisterschaftsspiel. Mhm. Was hast du für Erwartungen, was die Bundesliga anbelangt? Also ich hoffe, dass wir gewinnen. Es wird schwieriges Spiel, weil Oldenburg hat eine gute Mannschaft und ist nicht so einfach, aber wir sind auch eine ganz gute Mannschaft und ich denke, dass wir können auch das schaffen und wir arbeiten auch für das. I think we have a chance to go to next round, so it will be really important to win our home match and then to play really good in Belgium. Willst du auch einfach mehr? Mit deiner Lippischen Landeszeitung einfach mehr erleben. Einfach anmelden auf lz.de.